So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Wir haben diese Insel hier gefunden, tatsächlich das allererste Mal seit längerer Zeit mal wieder eine unbekannte Insel. Und wenn jetzt tags wird, dann wollen wir diese Insel ein bisschen erforschen tatsächlich. Guck mal, hier liegt auch noch jede Menge Loot rum, das ist doch gar nicht mal so übel. Die können wir auch gleich direkt mal an Bord verlagern. Aber wobei ich ja eigentlich am Schiff eigentlich nur Sachen dabei haben wollte, die ich verbrauchen kann. Zum Craften. Naja. Stoff ist auch zum Craften. Aber ich meine jetzt sowas wie Holz und so, ne? So. Inga macht hier ein bisschen Lärm mit ihren Dings. Es geht aber auch nicht leise zu spielen. Man muss das immer ein bisschen lauter spielen. Macht ja natürlich auch mehr Spaß. Da kann ja Inga halt komplett verstehen dabei. Ist ja noch wie so ein Teenager ist hier noch so ein bisschen. Die regeln auch immer. Inka Teenager. Inka Teenager. So, warte jetzt. Ach, guck mal hier, da war ja auch noch eine Kiste. Ja, aber dafür bräuchten wir jetzt eigentlich optimalerweise noch Planken. Dreimal. Oh, hier ist einmal schon mal drin. Das. Und jetzt nochmals drei, zweimal. Egal, wieso hänge ich denn jetzt fest? Oh mein Gott, lass mich hier aus dem verkackten Boot raus. Wir gehen einfach in. Da sind noch mehr Klamotten. Das ist unfassbar. Heftiger Shit. Aber ich brauche tatsächlich Planken. Aber hier sind. Aha. Kann das sein, weil ich ausgemacht habe? Sind jetzt andere. Nee. Die sind auch noch da. Das ist ziemlich cool, oder? Wobei ich jetzt gerade nicht wissen könnte oder wissen möchte, was ich damit anstellen kann. Ich guck gleich mal. Ich deponiere das mal hier vorne am Strand. Wo ist mein Base? Da. Und dann schauen wir direkt mal. Wir sollten vielleicht auch mal gleich. Habe ich schon Leckerchen gemacht? Ein Slap machen. So. Ausgeslappt. Es ist noch nachts. Nee, gar nicht. Wird morgens. Oder es wird wieder nachts, weil wir so lange geschlafen haben. Kann natürlich auch sein, alles, ne? So, Wasser fehlt uns. Was sie sagt, Hilti? Oh, Hilti könnte auch besser sein. Warte mal, wir müssen Kokosnüsse. Bist du Kokosnuss? Ja, du hast Kokosnuss. Gib mir deine Kokosnuss. Ne? Will er nicht geben. Oh, das nervt, ne? Pass auf, dann mache ich das so, dass du mir das gibst. Ich überzeug dich. Ey, guck mal, da sind Kokosnüsse. Zwei Stück. Gute. Lass uns runter. Nee, lieber nicht vom Boden. Man nimmt nicht das, was auf dem Boden lag, ne? Sollte man tun, nicht vermeiden. Dann sind die nicht so gut. Das verführt einen ganz gerne mal dazu, aber man sollte es doch echt lassen. So, komm. Ja. Oh, jawohl. Und diese Kokosnuss dürfte uns sehr gut bekommen. Lauf doch nicht weg, Kokosnuss. Ich will dich essen, trinken. Nur trinken, essen willst du nicht. Ich muss noch mehr haben. Genau, da müssen wir nachher an diese Insel noch zurückschwimmen und dann haben wir das auch schon, ne? Wo ist denn jetzt meine Kokosnuss hin? Hä? Kann mir jemand mal vielleicht verraten, wo die Kokosnuss hin ist? Da sind noch mehr von solchen Dingen. Das ist schon mal sehr gut. Hey, wo ist die Kokosnuss denn jetzt hin? Wir hacken das Ding einfach ab. Die werden uns schon erzählen, wo es ist. Hä, gar nicht. Die ist weg einfach. Die Kokosnuss, die gibt's nicht mehr. Man muss noch einen Baum dran glauben. Wieso hochklettern, ne? Einfach Baum abhacken. Man braucht immer Seile. Immer. Die Insel scheint auch nicht größer zu sein als alle anderen auch. Okay.
Aber diese Base da vorne, wo die Leichen drin liegen. Moment mal. Waren das zwei? Eben gerade war doch noch unterschlumpft. Ein unterschlumpft. Oh, dass ich an die zweite Kokosnuss nicht rankomme. Das ist total ärgerlich. So, pass auf, die essen wir erstmal hier. Beziehungsweise trinken wir diesmal. Wo ist meine Kokosnuss hin? Hä? Wo ist die jetzt hin? Das Spiel macht mich gerade total fertig. Da sollte sie sein. Hey, die Kokosnuss ist weg. Ach, da. Ja, wieso hab ich den fallen lassen? So. Und noch zweimal. Hey, das waren gleich dreimal. Böp, jetzt geht's aber. Hä? Sollte doch vier haben. Ich habe immer noch drei, das gibt's ja nicht. Irre. So. Step by step. Nicht, dass wir wieder Durchfall kriegen. Komm, hau doch mal drauf. Genau, richtig. So. Weg damit. Weg damit. Und nächste. Na komm. Und das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Ich weiß nicht. Ich will das nicht riskieren. Ja, guck mal, das sollte in Ordnung sein. Jetzt essen wir gleich noch unser Thunfischsteak da vorne und dann ist es in Ordnung. Schmeiß weg den Scheiß. Himmel, schmeiß das weg alles. So, Thunfischsteak. Und jetzt sind wir wieder auf Fealty. Das ist gut. Sehr schön. So, haben die denn irgendwas Wichtiges versteckt, diese Leichen hier? Was können schon Leichen verstecken, hä? Ach, guck mal, der hat eine Axt dabei. Die sollten wir mal mitnehmen. So, die Kiste. Oh, das ist wieder 1 Milliarde Grad hier. Also bei mir in Real Life. Oder bei uns in Real Life. Wir sind ja hier ein Uns. Moment, wo ist... ach, da. Ja, manchmal sieht man den Baum vor Leute, der Wald nicht. So. Auch wieder diese Planken. Den Speer brauche ich nicht. Ne, du sollst das nicht mitnehmen, du sollst das hier abladen. Oh, weil er das in der Hand trägt. Oh mein Gott, warum macht er das? Trag es doch nicht. Trag irgendwas anderes. Einfach die Axt, oder? Genau. So. Wie viele Hammer haben wir ehrlich? Die können aber auch kaputt gehen, glaube ich, ne? Ne, den Speer brauche ich ja tatsächlich hier in der Hand dabei. Wir überlegen, wir sortieren nachher nochmal aus. So, da hätten wir noch eine Kiste. Wie gesagt, wir bräuchten Planken. Aua, Krebse. Oh, lass es doch fallen. Und heb es doch nicht nochmal wieder auf. Das habe ich ja auch gedrückt. So, pass auf. Jetzt haben wir uns dazwischen Land und Boot gestellt. Und da wollen wir jetzt mal eine kleine Expedition drüber starten. Speer ausgerüstet. Und Attacke. Da wir eh keine Chance gegen die Haie haben. Da muss es doch auch irgendwas geben. Zumindest auch, dass man so einen Blauhai einfach mal irgendwie jagen kann. Also das wäre mal ziemlich nice. Sehr versperrt aus. Warte mal, hier könnten wir durch, oder? Tauch doch mal ab, Mann. Ja. Okay. Aber rauskommen ist hier nicht, ne? Doch, ist hier wohl. Wieder eine Kiste. Eine Batterie oder was ist das?
Aber die Speere, ey Leute, wie viele Speere gibt es hier in diesem Spiel? Oder wie viele kann man machen? Oder wie viel braucht man? Oder warum ist der Hai wieder hier? Ein Tigerhai auch noch, ne? Aber man hätte es ja wissen müssen. Husch, husch! Guck mal, wie er hier das ganze Ding abcheckt hier. Nur um hier irgendwie reinzukommen, um mich zu fressen. Oh ja, bitte, bleib doch jetzt nicht hier ein bisschen Schrott hängen. Genau. So. Ich glaube, hier rein kommt der Hai nicht. Da müssen wir uns wenig Sorgen drüber machen. Die Flasche? Kann man die nehmen? Die würde ich so gerne auf den Hai werfen und dann den Hai mit irgendeinem Funken in die Luft jagen oder so. Da ist noch eine Kiste. Komm, nehmen wir mit. Na gut, hier sollten wir vielleicht nicht rausschwimmen. Das wäre ungeschickt. Warte mal, ist da hinten... Oh, da wartet der Hai schon auf uns. Guck mal hier. Guck mal, hier gibt es noch Reifen. Hier können wir auftauchen, glaube ich. Das sollte reichen, genau. Die Reifen brauchen wir aber nicht, glaube ich, ne? Wir konnten unser Schiff ja auch nicht, wir konnten schon, aber in die verkehrte Seite ausbauen und das ist natürlich echt kacke dann, ne? Oder vielleicht machen wir den doch trotz all dem ein bisschen länger, man weiß es noch nicht. Ich traue mich nicht ganz hier ran, weil der Hai ja tatsächlich da ist. Oh ja, super, die Lampe hilft uns intensiv dabei. Na komm, hack das ab jetzt. Genau. Oh, warte mal, wir verstecken. So. Ja. Hätte ich mir das doch dran gelassen vorne, ne? Aber nun ist es nicht so wild. Oh, jetzt habe ich so weit gedrückt. Uiuiui. Aber es gibt immer noch diese... Was habe ich gemacht jetzt? Nimm. Hab keinen Hammer dabei, wa? Au, oh, Mann! Wir kommen wieder. Erstmal müssen wir hier weg. Hai ist da. Hauptsache, die Reifen bleiben hier. Hammer ist ja gleich hier einmal Floß. Warte mal, die Konsolen mal eben. Hä? Ja? Okay, kann ich nur Sachen reinpacken? Okay. Nein, ich bin direkt auf dem Seestern gefallen. Habe ich Pipi hier oder habe ich Pipi zu Hause? Oh, nee, ne? Hoffentlich habe ich Pipi hier. Sieht nicht gut aus. Pipi zu Hause. Mhm. Hab ich, wo ist mein Hammer denn eigentlich hin? Habe ich auch gar keinen Hammer dabei? Jetzt mal ganz im Ernst, Real Talk, wo ist mein Hammer? Nicht da. Ich habe zwei Äxte dabei, das ist ja wichtig. Ah, warte mal. So. Habe ich Pipi echt zu Hause gelassen? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Aber ich habe es mitgenommen, das weiß ich. Ja, ich hab's wirklich zu Hause gelassen. Ach du Scheiße, ey. Das Telefon klingelt. Es klingelt immer so viel. So. Da hat man einen Hammer. Hä? Wo kommt denn der Hammer jetzt her? Hä, wo hab ich den Hammer jetzt gesehen? Cool. Okay. Also, wir machen das so. Wir müssen trotz nach Hause. Ein kurzer Ausflug, ne? Boah, Alter. Es nervt, dass wir nach Hause müssen. Intensiv, wirklich. Vielleicht gibt es aber Pipi auf dieser Insel zweimal. Denn da sollten wir vielleicht mal vorher nachschauen. Bevor wir jetzt hier einfach alles abbrechen und sagen, okay, weil diese Insel haben wir noch so gut wie gar nicht begutachtet. Auf die Idee bin ich auch gerade gar nicht gekommen, irgendwie, ne? So. Aber kann nicht sein, dass ich direkt auf den Seestern raufspringe, halt. Das ist also Seeigel da, ne?
machen wir hier. So einfach ist das. Und dann haben wir die Planken haben wir auch noch da, ne? Wo haben wir die denn? Da am Land. Das läuft doch super heute. Außer, dass ich jetzt vergiftet bin. Oder bin ich vielleicht auf so einen Teufelsfisch gefallen? Ja, ist möglich, ne? Ein bisschen Scheiß mal irgendwie anbauen. Ist aber auch wieder so typisch ich, ne? Anstatt, dass ich Pipi mitnehme. Deswegen sind die bestimmt auch gestorben, die Leute hier. Die sind nicht verhungert, nicht verdurstet, die sind daran gestorben. Hier gibt's gar nichts, ne? Es ist erschreckend wenig mit dem Pipi, ne? Könnte ein bisschen mehr von sein. Haben wir noch Seil am Stüssel? Haben wir noch welche da oder nicht? Ja, machen wir so Flaschending jetzt schnell. Und dann sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen. Also, Flaschendingens machen. Und dann muss ich nochmal unbedingt an diese Insel hier, zu dieser Insel zurück. Hier gibt es noch jede Menge. Schneiden wir den ganzen Shit einfach zusammen, ne? Weil das ist, glaube ich, unsinnig, dass wir, wenn ich euch jetzt wieder zurücknehmen würde auf unsere Heimatinsel und dann wieder hierher und da haben wir. So. Haben wir mit, ne? Ja. Ja, weil Quatsch kam. Deswegen einen kleinen Break gleich. Ach, da sind Planken drin, ja? Okay. Hä, ich hatte doch gerade... Achso, hab ich doch, genau, alles gut. Ich wollte mich schon wieder aufregen und beschweren und so und alles. Ha, komm mal. Ja, sehr gut. Aber für die Zukunft, man weiß ja auch nie, wo man reinspringt. Das kann ja echt mal passieren. Das ist ja... Da darf man ja niemandem böse sein, quasi. Wenn das mal passiert. Aber es ist schon ätzend, ne? Oh Gott. So, jetzt geht's. So, also. Bis gleich, Freunde.